Straßenmusik hat viele Gesichter. Eins davon ist Jonathan. Der 44-Jährige gibt uns einen kleinen Einblick in seinen Alltag. Wir haben uns bei den Passanten in Göttingen umgehört. Wie gefällt die Straßenmusik? Also wenn die Straßenmusik gut ist und man nicht so denkt, man muss den Leuten das Geld dafür geben, dass sie aufhören zu spielen, dann sehr gerne. Ja, ich habe auch CDs gekauft, beides. Ich gebe sowohl Geld als auch CDs zu kaufen, weil ich das unterstütze gerne. Ich mag jetzt so Solokünstler mit Gitarre, so junge Leute, die einfach singen oder der Typ hinter uns mit dem Klavier, das finde ich auch ganz nett. Jede Art und Weise ist für sich oft schön. Nur so Trompete finde ich ganz grausig. Wie wird man Straßenmusiker? Ja, jeder kann Straßenmusiker sein. Ist nicht kompliziert, glaube ich. Ich hatte kein Geld und wollte rumreisen und habe dann eine Gitarre genommen und habe dann Straßenmusik gemacht mit Gitarre. Und ich lebe davon, also ich mache das immer. Es ist mein Beruf, beruflich machen. Okay, weil Sturm und Regen, dann kann ich nicht. Aber eigentlich ist es egal, wie es schneit oder ich muss mal warten, bis es aufhört, runterzufallen und dann, wenn es liegt, dann kann man spielen wieder. Schade, dass es so schwierig für Straßenmusiker geworden ist, in der Stadt zu spielen, aufgrund des Ordnungsamtes und vieler Verbote. Weil es auch eine Belebung für die Innenstadt ist und für die Leute. Jede Stadt hat andere Regeln. Das ist Rumreise, kann man nicht immer wissen, was die aktuellen Regeln sind in jeder Stadt. Manchmal ist es kein Thema, manchmal gibt es Ärger. Man muss einfach mitnehmen. Also. Wie sieht die gesetzliche Lage tatsächlich aus? Jeder Straßenmusiker kann seine Künste anbieten. Wir haben allerdings eine Regelung, dass man an einem Ort in der Innenstadt nur 20 Minuten Straßenmusik machen darf. Dann muss der Ort verlassen werden und muss an einen weiteren Ort gegangen werden, sodass nicht ein Musiker den ganzen Tag an einer Stelle Straßenmusik macht. Sie haben es gerade angesprochen, es gibt ja mehrere Straßenmusiker. Gab es schon mal größere Probleme, auch Beschwerden von Passanten oder von Einwohnern von Göttingen? Ja, es gibt immer mal wieder Beschwerden, insbesondere von angrenzenden Geschäften. Wie jeden Abend baut Jonathan sein Klavier ab. Morgen wird er es wieder an einem anderen Ort aufstellen.